Herzlich willkommen zu einem Brisant Classics. Wir schauen heute auf Themen, die uns in den vergangenen Wochen und Monaten besonders beschäftigt und auch bewegt haben. Diese Fälle sind zum Glück selten, aber wenn sie denn passieren, ist der Aufschrei sehr groß. Pflegerinnen oder Pfleger, die im Krankenhaus töten, nicht einen Patienten, sondern gleich mehrere. Als Todesengel werden sie dann oft bezeichnet und ihnen auf die Spur zu kommen, ist alles andere als leicht. Tatort Krankenhaus. Ja, und wir bleiben mal noch beim Thema Verbrechen, denn jetzt spricht ein Mann, der auf den ersten Blick kalt und gefühllos erscheint, das gehört zu seinem Job. Er ist nämlich Strafverteidiger, noch dazu einer der bekanntesten Deutschlands. Zu seinen Mandanten gehören Attentäter, Vergewaltiger und Mörder. Und für sie kämpft er vor Gericht mit harten Bandagen, egal was sie Schreckliches getan haben. Bitte nicht nachmachen, so könnte man das Lebensmotto von Stuntman Marco König beschreiben. Seit Jahrzehnten hält er für andere nämlich seine Knochen hin und das macht ihm auch noch riesig Spaß. Vor 30 Jahren schaffte er es mit einer verrückten Hochgeschwindigkeitsfahrt auf dem Dach eines Rennwagens ins Guinness Buch der Rekorde und da will er jetzt wieder rein und klemmt sich deshalb nochmal aufs Autodach. Ganz schön mutig, dieser Mann, aber wie schon gesagt, bitte nicht nachmachen geschafft werden soll. Aber nicht alle finden diese Giganten gut, vor allem nicht die, die in ihrer Nähe leben. Eine mögliche Alternative dazu hat vor ein paar Jahren ein Ingenieur aus Bayern entwickelt und die ist eine ganze Ecke kleiner, wie man sieht. Denn seine Windturbine passt sogar aufs heimische Dach und wir wollten wissen, ob sie noch funktioniert und vor allem auch Zukunft hat. Angefangen hat alles mit 6 als kleine Flugficht, ein Sohn der berühmten Randfichten der bekannten Gruppe aus dem Erzgebirge. Ja, und dann flogen sie nur so dahin die Jahre. Heute ist er hier, Toni Kraus, Mitte 20 und hat auch schon die eine oder andere Krise bewältigt. Die Musik half ihm da dabei, denn auch seine Lieder sind aus dem Leben und auch zukunftsgewandt, erzählt er uns gleich. Ein junger Mann, der sehr reflektiert wirkt und sympathisch noch dazu. Ja, und für wen sich eine private Windkraftanlage lohnt und welche Alternativen es noch so gibt, verraten wir Ihnen sehr gern auf brisant.de bei uns im Netz oder einfach hier unten diesen QR-Code hier mit dem Handy einscannen und schon sind Sie an der richtigen Stelle. Zu unserem nächsten Thema. Ein Kind schwebt in Lebensgefahr und ist auf eine Organspende angewiesen. Zum Glück finden sich in solchen Fällen ja immer wieder Menschen, die bereit sind zu helfen. Und das auch über Landesgrenzen hinweg. Übrigens keine politischen oder religiösen Differenzen konnten im Fall, den wir Ihnen jetzt zeigen, eine mutige Frau davon abhalten, das Leben eines kleinen Jungen zu retten. Ja, und er hat sogar noch die 200er Marke erreicht. In diesem Jahr will Marco König ja dann offiziell seinen eigenen Weltrekord brechen, vielleicht wie damals auf dem Hockenheimring oder sogar in Dubai. Und jetzt geht es weiter bei uns mit der Prominenz. Freuen wir uns drauf. Was meinen Sie eigentlich, welches Image haben europäische Königshäuser so im Allgemeinen? Mal abgesehen von der einstigen Machtfülle, die ja alle längst eingebüßt haben. Markenbotschafter ihrer Länder sind sie, aber bis heute mit all den Annehmlichkeiten, prunkvolle Paläste, pompöse Zeremonien und den doch ein wenig angestaubten Regeln und Traditionen. Aber das soll sich ändern. Die Royals werden modern, dank der jungen Generation nämlich. Denn die dreht schon an den Stellschrauben Richtung Zukunft, auch im Hinblick auf gleichgeschlechtliche Ehen. Und damit sagen wir Tschüss für heute. Schauen Sie gerne auch auf unserer Online-Seite brisant.de vorbei oder besuchen Sie uns auf Instagram und Facebook. Das war ein Brisant Classics. Dankeschön fürs Einschalten im Namen des ganzen Teams. Ihnen jetzt noch einen wunderbaren Abend. Machen Sie es gut. Ciao.